Na schön, nun, da wir den Raumhafen haben und das. Ja, komm, zeig mal her. Hier, den wilden Zorn. Jetzt habe ich es echt vergessen, spontan. Ja, wir könnten uns die industrielle Produktion hier nehmen, aber 10er Verteidigung. Plus Thule in der Nähe. Und ich sehe die Ehrengarde, Terminatoren, Grey Knights, die Landspeeder. Das ist genau das, was mir letztens auf den Sack gegangen ist. Und zwar gewaltig. Es ist halt übel, dass die Space Marines einfach noch einen zweiten Kommandanten mit ins Feld führen können, mit Ordenspriester als Ehrengarde. Das ist kaputt, gemein, böse. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns dieses hübsche Fleckchen Erde mal. Wir könnten auch hier ein bisschen verstärken. Weil wir haben Gorgatz direkt als Nachbarn. Das ist jetzt nicht so super. Nur so zur Sicherheit. Okay, speichern wir nochmal. Oh Gott, ich hoffe, dass mit dem Sound und sonst alles funktioniert. Weil, wenn jetzt. Ich habe jetzt so viel gespeichert. Wenn jetzt diese ganze Aufnahme für den Arsch ist, weil irgendwas mit dem Sound nicht stimmt. Ja, dann müsste ich überlegen, wie ich das mache. Aber ich hoffe einfach mal, dass es was wird. Okay, greifen wir den Reha-Dschungel an. Angriffs aufs Altersheim. Gegner hat nur eine Basis, auf jeden Fall. Also, ich habe es jetzt nicht dort gelesen, aber bestimmt mit nur drei. Verteidigungskraft. Gehen wir jetzt rein und sagen Hallo. Ach, der ist es. Ah, das war das, wo wir das erste Mal gegen das Chaos gekämpft haben, wo die uns voll aufs Maul gegeben haben. Und wo die Basis hier war. Hier war sie, glaube ich. Berechenbar. Und hier kämpfen wir gegen die Orks. Lululululu. Hallo, Slack. Slack vorkommen ist eigentlich ganz lecker. Aber erstmal noch ein paar Generateurs. So, gucken wir gleich mal vorbei. Auf einen kleinen Abstecher im wahrsten Sinne des Wortes. So, die Krieger brauchen verdammt lange, bis sie dann unten mal ankommen. Hier kommt trotzdem einfach mal runter. Kann ja vielleicht mal was werden. Sehr schön. Mehr Plasma. Hallöchen. Ach nee, die Imperialen, nicht die Orks. Wo ist der Unterschied? Ist doch alles das Gleiche. Oder vielleicht auch nicht, aber könnte das Gleiche sein. Irgendeinem anderen Paralleluniversum. Ha. Läuft doch ganz okay. Ja, okay, es ist so viel zum Thema des Upgrades. Wir haben auf jeden Fall diese Power. Man merkt schon im Stab an, dass er vor allem gegen Infanterie unglaublich hübsch ist. Ja, der Stab ist hübsch. Ach, jetzt rennst du weg, wo ich nicht mehr hier in Feuerreichweite der Türme bin. Du Schlingel. Ich komme. Ich weiß, das interessiert gerade ziemlich wenig Leute, aber ich tue es. Also, ich komme vorbei, nee, dass wir uns verstehen. So. Ja, das Gebäude geht ganz gut kaputt. Ging es auch schön auf Range. Warum haben wir eigentlich 40 Energie plus? Das Ding ist noch nicht fertig. Wir haben zwei Generatoren plus mit. Ah, nee, da oben ist noch einer. Alles klar. Dann verstehe ich's.
macht Sinn. Ergibt Sinn. Tutet Sinn. Mrr. Mrr. Geht doch. Okay, 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 okay. Genau. Macht mal schneller hier kaputt. Erlösen wir sie von ihrem Kleid. Kleid. Ist doch das gleiche. Das Kleid so eng ist, ist es auch ein Leid. Ah, wir haben kaum was hier gebaut. Das heißt, wir haben jetzt, wenn es dann tatsächlich zum... Wenn wir hier angegriffen werden, ein großes Problem. Aber gut. Wird schon klappen. Katakomben-Albtraum. Albtraum aus den großen Katakomben von Kronos. Yay. Okay, das wäre es mit unseren Zügen hier gewesen. Angreifen kann uns hier gerade niemand, deswegen ist es nicht so dringend, dass wir hier Verteidigung erhöhen. Das ist halt die Frage. Die Sturmbasis bald nochmal probieren. Hier gibt es Katakomben-Albträume. Bollwerk. Was könnte diesmal in Orks, nicht in Eldar? Ja, es gibt noch eine Ehrengarde-Einheit, die ich gerne hätte. Den Grufpewaya-Trupp. Ja, ja. Hier kriegen wir nochmal Gruftkrieger. Das vierte Mal Necrons. Also was wir hier an Necron-Krieger bekommen, ist ja Wahnsinn. Oh, und hier gibt es einen Destruktor. Das könnte sich auch lohnen. Hm. Okay, beenden wir erstmal den Zug. Chu-chu. Moment, erstmal speichern. Erstmal speichern. Nicht, dass jetzt irgendwas schief geht. Gut, jetzt das Chaos kann... Jetzt ist halt die Frage, was wollen wir machen? Ich lasse euch mal ein bisschen mitentscheiden. Wollen wir, wenn jetzt einer der anderen Leute ausgelöscht wird? Also Chaos, ganz sicher No-Go. Deswegen wollten wir uns hier mal angucken auf Englisch. Aber wenn jetzt Tau ausgelöscht werden oder Elder oder Space Marines, irgendjemand hier sich gegenseitig ausschlachtet. Wollen wir dann laden und schauen, dass es nicht passiert? Oder ist es dann eben passiert, wenn einer von den anderen übernommen wurde? Weil ich meine, im Prinzip haben wir alle schon gesehen, bis auf die Tau. Und selbst wenn die Tau hier überrannt haben, haben wir immer noch die Chance, es zu sehen mit unserem Space Marine Durchlauf. Von daher lasse ich euch da ein bisschen mitentscheiden. Wir verteidigen jetzt noch. Wir beenden den Zug. Als hätte ich es gewusst. Doch, wir verteidigen anscheinend. Wunderbärbel. Alles klar. Die Westöde mal wieder. Wie öde. Hm. Man könnte schon fast in der Westöde nichts Neues nennen. Ich habe jetzt gar nicht auf den Angriffswert geschaut vom Gegner. Eventuell müsste ich gar nicht verteidigen. Ja, das ist halt so ein Fehler. Lordi. Und hier. Kriegi. Kriegi. Ja, Gruftkriegertrupp ist der Kriegi. So, ihr werdet aufgewertet, ihr werdet aufgewertet. Und hier mache ich gleich noch mal mit Monolithen. Oder ich tue hier vorne noch Monolithen bauen. Hm, mit jeder Menge Geschützen. Das ist eigentlich eine Idee. Hi. Ja, kommt mal ein bisschen zurück. Fürs Aufdecken haben wir Lordi dabei. Gegner hat wieder zwei Basen, das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir müssen gleich wieder Druck machen, so gut es geht. Sonst wird es uns leid tun. Dritter Monolith. Klar müsste ich die jetzt nicht aufwerten und könnte die einfach mal wieder gegenschleudern. Aber wir haben die Ressourcen. Wir können eigentlich die Trupps aufwerten, die Necron kriege. Schon allein deswegen macht es Sinn, dass die immer länger brauchen mit der höheren Anzahl an Trupps. Sonst könnte man einfach sagen, scheiß auf einen voll ausgewerteten Trupp. Ich mache einfach drei Dreier-Trupps. Schnell. Die kommen ja schnell genug raus. Und spam die einfach so entgegen. Das wäre einfach zu leicht, so gesehen. Könnte man einfach umsonst gegen spammen. Entweder das oder man erhöht den Preis. Aber ich finde die Mechanik, wie sie jetzt ist, eigentlich schon cool.
Passt schon. Ist in Ordnung. Die Gegner müssen beide Basen wieder da hinten haben. Piranha. Piranha. Cool, gegen Fahrzeuge und Gebäude. Genau das bräuchten wir jetzt eigentlich. Denn hier haben wir Gebäude. Welche Überraschung. Thais, das hältst du nicht mehr lange durch. Ach nee, es waren 3. Ah, das Limit war 3, nicht 4. Aber trotzdem, mit 3 Monolithen macht man trotzdem viel Spaß. Aufwerten und so. 80. Vielleicht wird man noch fertig bis zum Ende des Games. Ich würde tatsächlich als nächstes die Tau angreifen. Nachdem wir hier jetzt das Chaos besiegt haben, würde ich gleich als nächstes dann noch die Tau angreifen. So, hier drauf. Wie die uns outrangen. Das ist halt richtig übel. Die müssen ja schon hier auf Handschüttelreichweite fast gehen, so auf Kirschkernweitspuckweite. Während die Tau hier einfach mal ewig weit ballern können. Ich stelle mir gerade vor, wie schlimm das wäre, wenn die ihre Leibgardisten haben könnten, die einfach mal über die halbe Map ballern. Ach, dort, die hält jetzt eigentlich ganz gut aus. Die braucht jetzt nicht unbedingt, aber ich mache trotzdem mal die Upgrades. Haben wir... Ach, die Kaguai sind schon da. Tschüss. Pariahs vor, noch ein Tor. Es werden ja, glaube ich, nur die normalen Necron-Krieger verbessert durch das Upgrade in dem kleinen Aktivierungskern, oder? Wäre schön, wenn die Pariahs auch stärker werden würden. Der Necron-Krieger. Ja. Amut. Passt schon. Gesundheit und Schaden, aber ich glaube nur der Fernkampfschaden geht hoch, oder? Ich muss das nochmal genau beobachten. Bei den Pariahs mal ganz kurz schauen. Sollte euch eine Veränderung auffallen, sagt mir bitte Bescheid. Falls ich es nicht sehe. 30, 40, 32, 41. Ja, nur der Fernkampfschaden ging hoch und die Lebenspunkte. Bei den Pariahs. Ich glaube, da hat sich auch was verbessert, oder? Ja, die sind auch besser geworden. Ah, schön, schön, schön. Kuckuck. Ich schieße schon mal hier drauf, ja? Hast doch nichts dagegen. Jetzt kommen so ein paar schwere Destruktoren dazu. Wollte ich nicht meinen dritten Monolithen eigentlich da vorne bauen? Das wäre eigentlich so viel besser. Von wegen. Ich kann einfach in die Luft schlagen und hoffen, dass ich was treffe. Das ist wie beim Fliegenfang. Gut, eine Fliege sieht man aber. Trotzdem ist die blöd zu erwischen. Aus der Luft vor allem. Irgendwie, wenn man so Fliegen jagt und sie aus der Luft schlagen will, dann fühlt man sich echt wie in so einem Brawler, wo man da so einen Finisher macht. Wenn man so aus der Luft schlägt, dann sind sie ja am Boden dabei lang bewegungslos und da kommt der Finisher hinterher. Finisher! Hat vielleicht so ein bisschen Mortal Kombat-like. Okay, wir könnten jetzt das Chaos angreifen. Aber wie gesagt, ich will es erst in der nächsten Aufnahme machen. Aber ein kleines bisschen Zeit hätte ich noch. Von daher erobere ich eventuell hier die Ria-Flutgebiete. Und hoffe, dass in der Zwischenzeit nichts Böses passiert hier mit irgendeiner Hauptstadt. Hier bekommen wir auch noch einen Destruktor. Das ist auch nicht so verkehrt, finde ich. Ist ganz, ganz hübsch für den Beginn. Ansonsten hätten wir ja gut die Sturmbasen. Die Sturmbasen wären unglaublich cool. Vielleicht probiere ich beim nächsten Mal, bevor ich zum Chaos gehe. Obwohl, man kann es auch übertreiben mit der Fürsorge. Man könnte es echt übertreiben mit der Fürsorge. Von daher. Warum sehe ich? Ach, der steht im Unfall. Ich greife jetzt noch hier an.
Ich würde sagen, wir machen als nächstes das Chaos dann in der nächsten Aufnahme. Und danach kümmern wir uns um Sturmbasis und Tau-Festung. Klingt doch nach einem... Ach, das Gebiet ist es. Das fand ich schön. Das war so schön klein und man weiß ziemlich genau, wo der Gegner ist. Schon beim ersten Mal spielen, ohne zu raten, ohne zu schätzen. Erster Energiegenerator umsonst. Das gefällt mir immer wieder. Mit unseren Stadttruppen dürften wir jetzt ziemlich weit kommen. Ihr könnt auch nicht weiter, oder? Schade, dass ich die einfach nicht weiter als 4 machen kann. Die Extinktoren, beziehungsweise die Mortals, die sind gar nicht mal so langsam. Das ist angenehm, die Laufgeschwindigkeit. Wenn das die Krieger bringen würden, wäre das schön. Na gut, stell dir mal vor, die wären ja so langsam wie in Wintersold. In Wintersold sind sie ja noch langsamer angetrottet gekommen. Das war richtig übel. Da dachte man fast, die schlafen ein beim Laufen. Die würden einschlafen, wenn sie keine Maschinen wären und nicht schlafen müssten. Obwohl, das heißt ja immer, die Necrons schlafen in ihren Katakomben. Ja gut, die sind halt aber ausgeschaltet. Stecker raus und so. Energiesparmodus oder so eine Art. Ach, hier haben wir mal... Oh ja, stimmt, hier waren ja auch Orks. Und wir haben noch Orks vor uns. Wir haben ja noch Gorgas zu besiegen. Leute, geht da nicht alleine durch. Ihr seid nicht gut gegen infantile Infanterie. Das sage ich irgendwie gerne, infantile Infanterie. Kam bis jetzt, glaube ich, noch nie richtig in einem Let's Play, oder? Nicht stürmen, Distanzkampf. Der Gegner müsste doch 2 Basen haben, oder? Ja. Alle beide da drüben? Wut? Wut? Oh Gott, wertet euch mal auf, Leute. Kann man ja nicht mit ansehen. Oh, ein Big Mac. Ohne Pommes. Hi. Auf Wiedersehen. So, dann geht man davor. Die Mobilisten werden wir nicht sehr glücklich werden auf Dauer. Und noch ein Generator, bitte. Hier machen wir jetzt mal die Necrons besser. Da muss ich jetzt echt mal drauf achten, ob das auch für die Albträume zählt. Ob das wirklich für alle Einheiten zählt. Weil ich dachte bis jetzt tatsächlich, das wäre nur auf die Necron-Krieger beschränkt. Knapp 4000, 70, 86. Seid ihr auch besser geworden? Ne, für euch zählt's nicht. Okay, alles klar. Jetzt habe ich bei den Extinktoren nicht aufgepasst. Möglich, kann sein. Kann sein, Tuten. Mal Rückwärtsgang. Ich habe ja Lordi gar nicht dabei. Oh Gott. Ist der... Nee, der ist gestorben. Sag mal, was macht der? Nein, sind sie tot. Fuck, das kann ja wehtun. Okay, Vorsicht. Vorsicht walten lassen. Unsere Stadt Leibgarde ist noch da. Eine Basis kriegt man kaputt. Das hier wird eklig. Shit. Lordi, beeil dich mal ein bisschen.
Shield. Ich schon Schild sagen. Zurück, zurück, Vorsicht, bleib gerade teuer, bleib gerade teuer, bleib gerade immer noch teuer. Was die Verteidigung hier rumballert. So, jetzt mal aufs Hauptgebäude. Lordi. Oh nein, wenn der wieder belebt wird, ist der ja. Ach, scheiße, stimmt ja. Mist. Lordi ist ja da oben wieder belebt. Aber er kann da. Ah ne, er kann nicht zurück. Sobald wir das eingenommen haben, müssen wir zurückporten. Wohl oder übel. Und zurück. Auf geht's. Heimat ruft. Schießen, zerschmettern, zerhacken, zerstampfen. Ach, ihr könnt es gar nicht. Extintoren, okay. Ah, also das ist jetzt mal dann doch ein halbwegs interessanter Kampf in der Base. Hui, die Ballerboys hauen auch rein. Das ist Wahnsinn. Das haben wir aber schon im Wintersort rausgefunden, dass es echt böse sein kann mit den Freunden. Nein, 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 nein. Fuck, ich verliere immer mehr von meinen Daten. Werte doch mal weiter auf. Boah, ich werde gerade mit den Orkmassen nicht so richtig her. Boah, die muss mal ein bisschen Stress machen, genau. Finde ich auch. Kümmere dich mal im Fernkampf um das Panzerbike. Nee, mach Stellung halten, das ist besser. Alter, die machen mich gerade platt. Das gibt's doch nicht. So, die mehr Power. Mach die Basis von hinten platt. Weißt schon, wie ich das bestimmt meine. Aber immer noch. Ah, ich hätte jetzt vorhin eigentlich mal das Fleisch in den Schrecken machen können. Ach, ich darf auswählen. Ich darf auswählen. Ich dachte, das geht nur in einem Radius. Oh, das habe ich immer irgendwie falsch verstanden. Ich dachte, das geht nur in irgendeinem bestimmten Radius. Also hier in einem bestimmten Radius um den Obelisken rum. Das ist natürlich was anderes. Ja, genau. Zwingt die Extinktoren. Extinktoren. Oh Mann, ey, ich komme mit dem deutschen Namen echt nicht klar. Mit die zwingt die Mordes in den Nahkampf. Dort, wo sie eigentlich noch ihre Stärke haben gegen Infanterie. Das ist eine gute Idee. So langsam kriegen wir es in den Griff hier. Oh oh. Wo ist denn der von Lords? Du. Ist doch alles nicht ganz so leicht. Jetzt noch den Boss wegmachen. Alles klar. Jetzt haben wir einiges an Verlusten gemacht. Das ist nicht schön. Oh. Lordi hat Probleme. Ich glaube, wir sollten mal wieder weg. Ja, der eine Gegner macht es uns dann doch nicht so leicht. Muss ich auch keine Skarabäen mehr. Nervig. Ich könnte hinten so einen kleinen Guerillakrieg führen. Kuckuck. Hey, das tut weh. Das tut weh. Ich mache viel Schaden, indem ich euch so hinterherlaufe. Oh Gott, Bosse. Mal zurück. So. Baut das mal fertig.
Ach, muss das alles mal ein bisschen vorangehen. Au. Schlechter Weg, schlechter Weg, schlechter Weg. Den anderen Weg lang. Jung. Was machst du nur? So, auch eine Möglichkeit hier. Was zum Teufel? Wann habt ihr das eingenommen? Ja, schießt ihr mal so ganz normal drauf. Warum wollt ihr da in den Nahkampf? Warum wollt ihr alle in den Nahkampf gegen das Ding? Ja, macht, was ihr wollt. Weiter vorwärts. Hier hätte ich gerne noch einen Monolith. Problem ist halt, wir haben nur einen einzigen Kontrollpunkt. Entsprechend ist die Baugeschwindigkeit ziemlich für den Anus. Au, tut der weh. Oh Gott, und gleich zwei davon. Boah. Fuck. Und die Moral geht flöten. Fuck. Oh oh. Super, jetzt haben wir unseren Extinktoren auch verloren. Shit. Kommt, haltet noch ein bisschen aus. Ja, Lordi wird uns jetzt nicht unbedingt retten, aber... Ah, ich versau das gerade echt. Ziemlich. Kommt, baut noch fertig hier. Und es sind noch zwei Einsatztrupps. Oh Gott, Lordi. Okay, ein Extinktorentrupp reicht. Ach, Nikon-Krieger nachbauen. Verteidigungstürme. Sieht mir so aus, als wären wir doch noch ein bisschen länger beschäftigt. Und ein bisschen stärker als gedacht. Der lässt mir einfach jetzt gerade nicht hier... Schuss zum Aufbauen. Ja, der Monolith hält noch ein bisschen ab. Wir verlieren das jetzt echt trotzdem wasch am Anfang, wie es aussieht. Oh Gott, Lordi. Ah, du bist auf Stürmen gestellt. Das waren die wahrscheinlich auch. Okay, besser. Mein Nekronkrieger-Trupp verabschiedet sich gleich mal so schnell es geht. Du wirst meine schwere Kanone. Scheiße! Das gibt es doch nicht. Wie gemein. Nee, wir verlieren das hier. Obwohl wir jetzt eine Basis gestürmt haben. Übel. Weil wir ja echt die Verteidigung versaut haben. Und zurückporten mussten. Ich glaube, wäre ich weiter offensiv geblieben, hätte ich die da wegräumen können. Da hätte ich es vielleicht geschafft. Ja, Lordi wird beleben. Irgendwie gehört es mit den Necrons einfach dazu, zu verlieren zwischendrin. Das ist manchmal echt zu übel. Man hat einfach nicht diesen Range-Vorteil, den man mit dem Tau hat. Da habe ich jetzt den zweiten Obelisken hier reinbauen sollen. Da hätte ich den zweiten Monolithen. Da hätte ich jetzt meine Ruhe. Ein Plasma-Generator. Ah, was kann ich jetzt machen? Sehr schön. Wenigstens etwas. Lordi. Lenke etwas Zeit ab. So blöd es ist, aber gegen die müsst ihr am besten in den Nahkampf gehen. Verdammt, ich muss doch hier irgendwo... Ich krieg das nicht aufgebaut hier. Shit, das darf doch nicht wahr sein. Lordi, zurück. Weiter schießen.
Oh, jetzt kommt der Big Mac Hill wieder vorbei. Jetzt hat er mir den Plasma in der Rotte zu hauen. Boah, macht der einen Schaden gegen Gebäude? Das ist ja Wahnsinn. Meine Türme bauen kann, wird alles gut. Ja, super. Vielleicht verliere ich Lordi. Das Ding steht doch schon, oder? Na gut, aber auch nicht genug Schaden. Das sind die Big Macs, die jetzt noch so Probleme machen. Komm, krieg das hier fertig. Komm, mach den mal platt, und zwar auf Fernkampf. Nee, Kronkrieger. Gut, er ist kaputt. Schön. Hier kriege ich einen zweiten Monolithen hin, dann mach den mal schnell. Und ich hätte gern meinen verlorenen Generator zurück. Vielleicht habe ich doch noch nicht verloren. Hui, zum Glück habe ich noch nicht das Handtuch geworfen. Trotzdem haben wir unsere gesamte Garde verloren. Wir haben einfach zu wenig Baugeschwindigkeit, auch fürs Verstärken. Wir brauchen echt jetzt ein paar Punkte mehr. Das da drüben können wir uns dann noch holen, wenn wir mal. Ja. Zumindest ein Trupp. Ich kann gerade noch nichts machen. Habe ich ja schon voll ausgebaut. Die Reliquie könnten wir uns holen. Komm, speichern wir das mal. Ich merke gerade, es ist jetzt ist so langsam die Zeit vorbei. Ich habe es wohl doch nicht so ein kurzer Kampf, wie ich dachte. Ja, doch, es macht schon ein bisschen Schaden gegen Fahrzeuge. Lässt sich sehen. Lordi. Sein Britzel. So, jetzt hätte ich dann gern den Punkt da vorne. Und dafür baue ich auch extra. Das baue ich später in Monolithen. Nicht auf Risiko gehen wie letztes Mal. Und hoch. Fu. Und noch eine. Die rennen einfach durch. Ihr Schweine, Orks. Schweine-Orks. Hab mich richtig verstanden. Oh Gott, ich habe euch noch gar nicht aufgewertet. Das vergesse ich auch immer viel zu oft. Ich hab keine Lust da. Wird gebaut. Und zack, Obelisken. Boah Gott, dauert das lange mit so wenig Obelisken.
Komm, Lord, ihr macht das auch noch kaputt. Zwischenzeit könnt ihr das hier ja halten. Großen Aktivierungskern brauche ich noch. So, 40%, damit sieht schon mal ein kleines bisschen besser aus. So, mal gegen Gegnerbasis stampfen. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt aufhöre. Aber ich glaube, da mache ich die Folge einfach ein bisschen länger. Und machen wir den Angriff jetzt noch. Stürmer durch. Wenn wir das jetzt versagen, dann... Ach, das ist ein Grotz. Wollte schon sagen. Das ist jetzt gemein. So ein Angriff von der Seite. Aber es sind Grotz. Es sind nur Grotz. Die hier wieder aufbauen wollen. Ey, dafür habe ich es nicht kaputt gemacht. Ihr Sacknarten hier. Gleich die Necrons nochmal besser. Was ist mit dem nächsten Turm nochmal? Asch. 2000. Ne, ich glaube, die werden echt besser durch das Upgrade. 105 bis 205. Kriegen nämlich nochmal Lebenspunkte dazu, glaube ich. Forschung abgeschlossen. Nicht sterben. Lasst euch doch nicht so abballern. Warum müsst ihr da durchlaufen? 2000? Nee, doch nicht. Okay. Dann war es, glaube ich, nur die Leibgarde, die die Stärke war. Kann auch sein. Mitkommen. Weiter geht's. Ihr kommt auch mit hoch. Genauso wie... noch auf welche. Noch egal. Verbotenes Archiv durch, dürfte ich doch jetzt auch weiter forschen können. Regenerator zumindest. Hier müssten doch noch... Nee, meine ganzen Necron-Leichen liegen hier unten. Hier müsste ich mal mit dem Reanimierungsstäbchen mal reinhauen. Mach ich mal. Dann kriege ich wohl auch meine Leibgarde zurück, oder? Für normal schon. Boah, ey, werdet vom Turm weggebritzelt, ich sag's euch. Gehen die auf den Sack. Lordi, du bist da, dann mach mal eine Wiederbelebung. Hier ist ja meine Leibgarde gestorben, circa. Kurz ein Gruftkriegertrupp habe ich zumindest wiederbelebt. Das ist schon mal etwas. Jetzt habe ich auch über Bevölkerungslimit hinaus. Na, mehr liegt hier nicht. Schade. Aber gut, ist nun mal so. Auf das Panzerbike feuern. Das stört. Und danach Festung platt machen. Direkt auf die Festung. Keine großen Umwege. Nicht über los, keine 5000 Mark einsehen. Oder Euro. Oder was auch immer. Von mir ist auch Yen. Na, Anforderungspunkte sind jetzt nicht so wichtig bei Necrons wie bei anderen Völkern, aber wenn wir mal zu wenig haben, um hier überhaupt nur unsere Prozente im Mittel oben zu halten, tut's weh. Gewaltig sogar. Wunderbar, doch noch geschafft. Also, dass ich das jetzt noch gedreht habe. Huiuiui. Alles klar. Ich würde sagen, das reicht erstmal für diese Aufnahme. Speichern wir nochmal, dann kann ich nur beten, dass das jetzt mit meinem Mikro richtig hingehauen hat. Ansonsten fluche ich gewaltig und ihr seht das jetzt gar nicht, was ich jetzt so Schönes gemacht habe. Dann muss ich mir was Tolles einfallen lassen. Aber, wenn ihr das seht, lief alles wie am Schnürchen. Alles klar, dann machen wir hier an der nächsten Stelle weiter, aber wir können gar nicht direkt zum Chaos. Ja gut, dann müssen wir hier rüber rücken. Eine Runde warten und dann machen wir das Chaos. Machen wir es so.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir die Festung des Chaos stürmen. Wieder auf Englisch. Bye bye.